Hallo liebe Leute, und am heutigen 21. Dezember-Tage machen wir uns bereit für die letzte Stage von Risen Paradise. Und wir fangen auch direkt mit Cosmo Rock 2 an. Invasoren schon wieder, abfangen schon wieder. Verteidige den Planeten, ganz ohne Übung und mit etwas mieseren Raumschiffen. Na gut, wollen wir mal schauen, wie das Ganze hier abläuft. Vielleicht werde ich es ja hinkriegen, vielleicht auch nicht. Hoffentlich kriege ich wenigstens ein Okay. Versuchen wir unser Glück. Wow, definitiv. Zu viele Lags und zu viele Rhythmuslosigkeiten. Das Ganze wollen wir da uns gar nicht durchlesen, Leute. Wow. Das war aber teilweise echt übel, ey. Das waren unglaublich Lags. Ich konnte damit wirklich gar nichts treffen, wirklich. Naja, gut, Leute. Ich versuche das Ganze nochmal offscreen. Vielleicht schaffe ich es ja noch mit einem Okay. Ansonsten, ja, werde ich mich wohl wieder mit dem Kaffee weiterschummeln müssen. Wow. Ja, also ich sehe schon, komm, die Medaillen, das brauche ich gar nicht versuchen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich konnte den Planeten nicht retten. Naja, man wisst ja auf jeden Fall, wer Schuld daran haben wird, wenn in ein Jahr die Welt untergehen wird. Ja. Nein. Okay, so viel dazu. Ja, das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Mal schauen, wie es bei Ballerin 2 aussieht. Die Wassernixen sind wieder da und wollen nach höheren Wellen schlagen. Ohne Übung. Naja, das mit den höheren Wellen sieht aber anders aus. Das Ganze wird nur ein bisschen schneller verlaufen als das erste Wasserballerien, aber mal schauen, wie ich mich darin schlage. Also bei den anderen ist wirklich kläglich alles gescheitert. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann... Boah, dann ist das wirklich schwach. Aber ich habe auch hier mit wirklich viel... mit vielen Lags und ja, mit diesen Schnippen zu kämpfen. Aber gut. Yes! Yes, gib mir ein Okay, gib mir ein Okay, gib mir ein Okay, gib mir ein Okay, gib mir ein Okay.
Fuck? Das hätte für ein Okay reichen müssen. So wenig Fehler, wie ich hatte. Ach, ich verstehe das gar nicht mehr. Okay, Leute, bis gleich. Und dann hoffentlich mit einem besseren Ergebnis. Ja, Wunder gibt es immer wieder, auch wenn es nur okay ist. Die Robben sind auf jeden Fall zufrieden, ich hab's doch noch geschafft. Yeah. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich und ich hoffe, das geht beim nächsten Minispiel auch genauso. Ich meine, ich hab's wirklich beim zweiten Versuch hingekriegt, also. Okay. Leute, es wird schwierig. Simpson Food 2. Klöße futtern ist wohl doch keine Kunst, aber es macht sich prima in der Manege, ohne Übung. Also wenn ich ehrlich sein soll, es macht sie nicht prima in der Manege und es macht sie auch nicht prima als Minispiel mit einer Maus zu spielen und dann auch noch unter diesen Voraussetzungen, die ich jetzt machen muss. Es ist nämlich doppelte Länge, aber seht selbst. Also eins steht fest, ey. Ich muss noch viel lernen, was das Klöße-Essen betrifft. Nein, ich hatte irgendwie teilweise wieder so eine Rhythmusstörung irgendwie, könnte man so sagen. Na, ich denke mal, ihr habt es auch sicherlich gemerkt, an einigen Stellen musste ich erstmal wieder in den Rhythmus reinfinden. Es ist echt nicht einfach, die letzten Level, die letzten Minispiele wirklich zu schaffen. Vor allem wirklich mit diesen unter diesen Umständen und dann auch noch mit der Maus. Naja, gut, Leute, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Nach der Pause, nachdem ich es geschafft habe. Schade, wirklich schade. Ich habe gedacht, ich schaff's beim letzten Versuch. Ich habe es bis etwa zur Mitte gut hingekriegt und dann habe ich wirklich nachgelassen. Wie immer. Boah, ist das ätzend. Ja, okay, Leute, wir sind bereit fürs, ja, im Prinzip vorletzte Minispiel. Rock Duell 2, knifflige Riffs und eine spektakuläre Show. Wer hier mithält, dem ist die Karriere als Rockstar sicher. Und jetzt wird endlich mal ein Knopf benötigt, anstelle hier nur den Touchscreen. Ja, wir brauchen hierfür als Rechtshändler den R-Knopf und als Linkshändler den L-Knopf, würde man benutzen. Ja, ihr werdet gleich sehen, wozu, weil das wird hier einmal noch erklärt. In Rock Duell 2, nein, es wird eine kleine Demo geben, wo das Ganze noch erklärt wird. Ja, okay, versuchen wir noch eine Technik. Das Ziehen. Damit ziehst du den Ton buchstäblich nach oben. Erstmal einfach den Touchpad auf den Touchscreen halten. So, nee, das geht noch nicht. Dann schnippen. Dann die R-Taste drücken. Wenn du die Taste loslässt, klingt der Ton wie zuvor. Versuch's mal ein wenig. Bitte. Okay. Yeah, wir sind Rockstar. Okay. Das war's schon. Lass uns mal eine Weile denselben Riff üben. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Was? Okay. So, nochmal. Na,
Na, ich merke schon, ich werde ja Probleme beim überhaupt Gitarre spielen haben. Na gut, wir versuchen einfach mal unser Glück. Okay, ich taugel wohl doch nicht zum Rockstar. So ein Dreck. Ja, nochmal das Ganze. Na klasse. Ja, Leute, ich würde sagen, dann war es das soweit mit den ganzen anstrengenden Minispielen. Und wir werden uns dann gleich beim letzten Remix wiedersehen. Wow, bis gleich, Leute. Das Publikum ist mit mir als Rockstar definitiv unzufrieden. Ich habe größtenteils wirklich nur Töne aus der rechten Box gehört, weil ich meine Gitarrenschläge kaum hingekriegt habe. Aber gut, Leute. Wir sind bereit für den allerletzten Remix, für den ultimativen Remix, in den, naja, nicht jedes, aber so alle möglichen Minispiele in eins reingemischt wurden. Der super Remix. Jetzt kommt's drauf an. Zeig dein ganzes Können ohne Übung. Und los geht's, Leute. Hoffentlich klappt das hier wenigstens zum, ja, zum Abschluss. Versuchen wir es einfach mal.
Hui, da ist aber wirklich ziemlich vieles bei den letzten Remix schiefgelaufen, obwohl es eigentlich mein Lieblingsremix ist. Ich finde, das haben die wirklich verdammt genial gemacht. Ach, schade, dass es nicht geklappt hat. Aber gut, Leute. Ich werde offscreen noch zwei Versuche machen. Ich denke mal, ich muss wahrscheinlich mehr machen, weil es das letzte Minispiel ist. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich es geschafft haben sollte. Ja, geht ja nicht anders. Okay, Leute, bis gleich nochmal. Okay, Leute, es klappt beim besten Willen. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Deswegen habe ich mir jetzt entschlossen, dass ich das Ergebnis einfach so lasse. Da es sowieso das letzte Minispiel ist, ist es im Prinzip egal. Und ja, damit hätten wir es dann soweit erstmal geschafft, Leute. Ja, muss ich gucken, wie ich das noch schaffe. Und ob ich das überhaupt noch schaffe, weil ich will hier schließlich noch Medaillen kriegen, um euch nur noch den Rest des Spiels zu zeigen. Ja, soweit war es das dann mit diesem Spiel erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel trotz, ja, der Problematik mit den Aufnahmen trotzdem recht gut nahebringen und ich hoffe, es hat auch euch soweit gefallen. Auch trotz der ganzen Fehler, die ich hatte. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall soweit fürs Zusehen. Also zu Ende ist es auf jeden Fall noch nicht das Let's Play. Nein. Ja, drei Folgen kommen auf jeden Fall noch an den nächsten Tagen. Habe ich zumindest so geplant, sofern ich das Ganze noch hinkriege, sofern ich noch eine Alternative oder einen Weg finde, dass ich euch das zeigen kann. Ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich am heutigen Tage mit dem Video. Ja. Und zwar zu guter Letzt will ich auf jeden Fall noch dieses kleine Minispiel hier machen. Wir schauen uns noch einmal die Credits an und werden noch einmal die Sternfahrt machen. Ja, die können wir hier auch noch einmal machen zu guter Letzt. Weil das Minispiel konnte ich ja bei den ersten Credits Durchlauf ja nicht wirklich machen. Weil ich da ja überraschterweise irgendwie überrascht wurde, dass das gar nicht ging. Naja, hier wird auf jeden Fall erklärt, wie das Ganze funktioniert, das Minispiel. Tippe zum Ducken, dann Schnippen zum Hüpfen. Los, versuch's mal. Achso, Ducken. Mit den Schnippen geht gerade nicht. Irgendwie. Ich kann nur ducken. Remix. Yay. Ah doch, geht. Yay. Wir machen einen auf Snowboarder. Oh, Blöcke. Duck dich, um ihn auszuweichen. Yay, ich hab's umgekegelt. Noch mehr? Ah, das war knapp. Okay. Noch einmal. Yay, ich hab's geschafft, ich hab's heile gelassen. Da kommen noch mehr Blöcke. Diesmal musst du hüpfen. Oh, okay. Ja, das war gerade komplett schief, weil ich das Ducken schon nicht geschafft habe. Da muss ich gedrückt halten. Und dann springen. Yeah. Noch einmal. Yay. Okay, das müsste klappen, denke ich mal. Elegant. Na dann, fliegen wir mal los. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ach ja,
Da bin ich ja gleich auf das Endergebnis gespannt. Aber ich wollte zu guter Letzt noch was loswerden. Ich kann jetzt zwar weiterdrücken, aber... Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Let's Play. Morgen, übermorgen und den 24. kommt auf jeden Fall noch ein Video. Da kommen dann auf jeden Fall die Extras, die Sondersachen, die es in diesem Spiel noch gibt. So, wie gesagt, sofern ich das auch zum Aufnehmen kriege. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, Spaß. Trotz der ganzen Umstände, weil es ist wirklich schwer, dieses Spiel mit einer Maus zu spielen. Also auf dem DS, ich kann es nur empfehlen. Auf dem DS spielt sich das 1000%ig besser als hier mit der Maus. Da könnt ihr euch wirklich sicher sein. Also dieses Spiel kann ich jedem ans Herz legen, der wirklich solche Spiele eigentlich mag. Also wirklich solche Musik- oder Rhythmusspiele. Denen kann ich das wirklich nur ans Herz legen. Das ist schon ein recht nettes Spiel von Nintendo und von den Machern der WarioWare-Reihe. Ja, wobei ich auch zugeben muss, also ich finde den Vorgänger irgendwie ein bisschen besser. Irgendwie schade, dass der halt nicht außerhalb Japans erschienen ist. Der Vorgänger Risen Tengoku. Ja, aber wenigstens hat es der DS-Teil geschafft. Und was auch noch interessant ist, was ich gelesen habe, im September wurde irgendwie ein Risen Tengoku-Teil für Wii angekündigt. Bin ja gespannt, wie der wird. Aber gut, Leute, das war's dann. Allerherzlichsten Dank! Mit den normalen Minispielen. Mit den normalen Spielen. Und wir haben ein Okay. Zu guter Letzt, zum Schluss. Yay, wir haben doch noch was geschafft, Leute. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am morgigen Tagen mit den... Wir haben es geschafft. Und wir waren gar nicht mal schlecht. Und dann sehen wir uns morgen hoffentlich mit den Sondersachen wieder. Ansonsten... Ja, mal schauen. Ich werde schon irgendwie einen Weg finden. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wünscht euch euer DJ Kerr 87.